Einstieg mit dem Testteam in Wolfsburg. Über 400 Meter lang sind die beiden Einheiten. Die Polster noch abgedeckt, die Kabel noch sichtbar. Mit dabei auch der technische Projektleiter Thomas Legler. Wir sind jetzt dabei, die letzten Brückentests im Geschwindigkeitsbereich zwischen 200 und 250 Stundenkilometer zu machen. Und das ist natürlich ein sehr schönes Gefühl, wenn dann am Ende alles so aufgeht, wie man das zu Beginn des Projektes geplant hat. Wir fahren von Wolfsburg Richtung Berlin. Hier ist auch der deutsche ICE in seinem Element. Hier darf schnell gefahren werden. Projektleiter Thomas Legler hat früher beim ICE mitgearbeitet. Jetzt verhilft er dem Thurgauer Zughersteller Stadler zu seinem ersten Hochgeschwindigkeitszug. Das Wetter ist wichtig für die Testfahrten. Und auch Wind war gut, ne? Ja, also windstill. Mit Regen kommt ja auch meistens Wind. Ne? Das ist windstill war, die Schienen wieder trocken sind und wir ganz vernünftige Verhältnisse zum Fahren haben. Der Zug hat inzwischen auf 250 Stundenkilometer beschleunigt. Er könnte sogar bis zu 275 Spitze fahren. Geschwindigkeiten, die in der Schweiz nicht üblich sind. Höchstens 200 Kilometer pro Stunde. Mehr ist auch in Zukunft nicht geplant. Wir fragen nach bei der Käuferin des Zuges, den SBB. Warum leistet sich die SBB einen Hochgeschwindigkeitszug, wenn sie in der Schweiz gar nicht Hochgeschwindigkeit fahren kann? Der Zug wird eben auch in Deutschland und in Italien eingesetzt, wo es solche Strecken gibt, wo der Zug 250 kann fahren. Und wir kaufen den Zug mit einem Zeithorizont von 40 Jahren. Darum ist es gut, wenn man langfristig denkt, dass man dann in Zukunft auch andere Möglichkeiten hat als heute. Zwischen Wolfsburg und Stendal, irgendwo in den Weiten Sachsen-Anhalts. Hier steht eine mobile Messstation der Deutschen Bahn, extra aufgebaut für die Testfahrten des Schweizer Giruno. Dicht neben dem Gleis die Messgeräte und Drucksensoren. Warum sind diese Messungen überhaupt so wichtig? Es geht darum, dass man nachweist, dass durch die Druckwelle von dem Fahrzeug und durch die nachlaufende Wirbelschlecke von dem Fahrzeug keine Personen gefährdet sind. Also dass es weder am Bahnsteig zu gefährlichen Situationen kommen kann, noch durch Gleisarbeiter, die in der Nähe von den Gleisen sich aufhalten, dass die durch die Druck- und Sogwelle des Fahrzeugs gefährdet werden. Das ist nur bei Hochgeschwindigkeitszügen notwendig, wie beim Giruno. Er nähert sich mit 250 Stundenkilometern. Rund 3 Meter neben dem Gleis sind die Luftwirbel deutlich zu spüren. Die Kamera muss kräftig festgehalten werden. Im Messwagen nebenan werden alle Werte aufgezeichnet. Immer wieder muss der Giruno die Messstelle passieren. Und Ihr erster Eindruck von dem Schweizer Zug? Ja, gefällt mir sehr gut. Und hält alle normativen Vorgaben ein, also alles erfolgreich hier. Zurück im Testzug. Noch ist vieles provisorisch und unverkleidet. Auffällig aber ist der Boden mit vielen kleinen Rampen. Der Grund, die Türen sind auf unterschiedlichen Höhen angebracht. Einige auf 55 cm Einstiegshöhe, andere auf 76 cm. Eine Speziallösung, erfunden für den Giruno. Der Zug ist vorgesehen für den grenzüberschreitenden Verkehr in der Schweiz, Österreich, Deutschland und Italien. Die 4 Länder haben unterschiedliche Bahnsteighöhen und wir haben hier einmal für die Bahnsteighöhe 76 cm einen Einstieg und zum zweiten für die Bahnsteighöhe 55 cm einen Einstieg. Das heißt, der Rollstuhlfahrer kann an allen Bahnsteighöhen in den 4 Ländern niveaugleich einsteigen, ohne zusätzliche Hilfe vom Zugbegleitungspersonal in Anspruch nehmen zu müssen. Für heute ist genug getestet. Jetzt wartet der Zughersteller noch auf die restlichen Zulassungen. Ab März 2019 sollen dann die ersten Girunos auf dem Schweizer Schienennetz fahren.